Willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play War Thunder. Mit dem Uwe. Und meinem Apfelkuchen. Genau. Ich versuche heute wieder die DU217J1 zu nehmen, wie in der letzten Folge schon. Und versuche mich jetzt vom Uwe fernzuhalten. Psst, aus! Nee, mach. Extra neben dich gezielt. Oh, die Map ist irgendwie neu, hä? Nee, die ist nicht neu. Ei! Was mache ich denn? Ich bin gerade so. Das war's dämlich. Du bist noch nicht setzen, damit du mich abschießen kannst. Nee, ich bin gerade so eine Kurve geflogen, habe ein Flugzeug halt von der anderen Seite gesehen und da ist auch so eine kleine Kanzel drauf. Ich dachte, das wäre oben. Dreh mich wieder schön hin, ne, und denke, warum fliegt denn das so schwerfällig auf der oberen Seite, ne? War falsch rum. Ey. Du bist der Kunde. Oh, Fluggeschwindigkeit ist zu ring. Ich hab rumgemeckert, dass ich nicht kann. Helen 66. Wie viel ist ab? Wie kann man denn eigentlich diese bunten Streifen machen? Mit L? Mit L oder K kannst du auf jeden Fall die Streifen ziehen. Ja, aber manche haben das durch bunten. Ich weiß nicht, ob man sich das freischalten muss oder so, genau, ne? Was ist denn das hier für ein Strick? Einfach reinschießen. Treffer. Flugzeug zerstört. Du hast mir noch einen Kill geklaut, ich sau. Scheiße, mein MG ist kaputt. Ganz ehrlich. Meine Waffe klemmt. Verdient. Gut. Jetzt ist es wieder voll. Jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Scheiße. Na gut, war okay. Schönes Leben mit, aber. Mit dem Flugzeug. Hilfe. Super. Ey! Warum sind sie mich neu geflogen? Mein Verbündeter, mein Freund! Frischheit! Der Chelo Fekev. Chelo Pelo, ja. Ich wusste nicht, dass ich den Kill geklaut habe. Da kamen halt viele auf mich zu und ich habe einfach mal reingehalten. Und der Apfelkuchen, der auch stehen ist, schmeckt er noch besser. Du bist durchgezogen. Ich glaube, bei dieser Luftraumüberwachung ist es scheißegal, in welcher Höhe du eigentlich fliegst. Luftraumüberwachung? Ja, wie nennt sich der Spielmodus? Luftraumüberwachung. Ach, wir fliegen mit Luftüberlegenheit. Nee, Mensch, das ist zu schwer. Ah, nee, ich bin der Philipp, ich muss das Wort nicht können. Nee! Nee! Ach, ich weiß schon, ich flieg schon wieder zu langsam, Leute. Doch. Komm, ich nehme jetzt meinen Bomber, kann ja eh nichts machen. Damit das Ding weg ist. Wenn ich jetzt noch höher fliege, bin ich da aus den Wolken eigentlich wieder raus. Stimmt, irgendwann. Bin ich jetzt wenn du so weit hoch fliegen kannst, dann irgendwann kommst du wieder raus, Philipp. Ganz einfache Physik ist das. Ja, ich kenne das. Ich habe das gestern erst erlebt. Da war super schönes Wetter. Du kommst bis wieder unten, ist so scheiß Wetter in Deutschland. Dort scheint immer schöne Sonne. Ja, ne? Immer wunderschöne Sonne. Sonnenuntergang sogar mitgesehen. Wo geht's nächste Woche hin? Weiß schon, ne? Ankara? Wahrscheinlich Chemnitz. Chemnitz? Langweilig, ne? Fliegst du auch? Weiß schon, ne? Ja, wie ein Heli. Na, das klasse Helikopter wie in GTA, fließt mal schön. Leise und cool. Hier oben ist ja echt schönes Wetter. Uwe, komm mal bitte hoch. Kannst du gut gehen lassen. Komm gleich mal hoch. Mein Flugzeug eiert ein bisschen. Also ab 4500 hast du schönes Wetter.
Mhm. Bin bei 1,5 momentan. Ja, das schaffst du noch. Ich müsste mir bloß dort oben rumfliegen, bis alle Feindflugzeuge tot sind, ne? Und dann müssen wir, können wir den Bonus ja gewinnen. Eigentlich schon. Schön hier oben. Ich bin gleich da. Oh, mein Wasser wird langsam ganz schön warm. 102 Grad, 103 Grad, 104 Grad, warum das? 105, 106. Bist du mal auf Weh drauf oder was? Ja, ich fliege die ganze Zeit mit vollem Schub. Ja, wie immer das Wasser heiß wird. Hä? Brauchst Moment, ich werd angeschossen? Nee. Nee. Du schießt mich schnell hier oben ab. Okay, jetzt hab ich Kampf. Dich mach ich kaputt. Ich fahr vorher um. Nein, ich brenne! Auf 3500 Meter, ich gleich da. Der hat mich hier oben tatsächlich! Der hat das Flugzeug, was ich auch hab. Gerhard. Also was du mir vor uns mal angeschossen hast. Aha. Du hättest hier schönes Wetter für 1000. Oh Mann. Komm, ich starte jetzt nochmal mit dem Bomber. Du warst auch 112 Grad. Also einmal. Da oben bist du. Ich komme wieder mit hoch. Ich habe aber leider einen Bomber, mit dem ich nicht selber schießen kann. Naja. Was oben kann, oben sind mir zu viele Gegner. Nee, da oben ist. Zwei waren da oben. Ja, genau, das sind mir zu viele. Nee, kann man bitte nicht um. Ich mache bei einer Höhe gewinnen. 5000 Meter will ich gerne rein. Oh, 4200 ist auch schon schönes Wetter. Ey, ich sack nach unten. Hallo, ich bin zu langsam. Ach komm, Sturzflug. Durch den Wolken jetzt durch. Ich, das gibt's doch nicht. Ich flieg hier mitten in den Wolken und werd schon wieder angeschossen. Ja, Philipp. Manchmal verlierst du das, andermal gewinnt die anderen, ne? Ist ja nur, dass du gewinnst, die anderen will immer gewinnen. Komm, mein Bordschütze. Zeig, was du kannst. Wir oben 5000 Meter, ist schön ruhig. Ich hab's gesagt, wir abgeschossen. Nein, das gibt's doch gar nicht. Du sagst und bumm, abgeschossen. Kenn ich. Ich werd immer noch verfolgt. Oh Mann, ich ziehe aber ohne Rauchschwalte hinter mir her. Komm, mach mal L noch an, dann fällt's noch mehr auf. Oder ist es sehr auffällig, wie ich lang fliege? Nee, das sieht ich kaum. Sehr gut. Versucht es, dass man mich kaum sieht. Du triffst mich, ne? Ah, verdammt, du triffst mich doch. Ich dachte, es wäre nicht so auffällig. Der Luftschlag ist ja irgendwie doof.
die Luftschlacht ist doof für sowas, dieses... Nee, alle Luftschlachten sind doof, Philipp. Luftüberlegenheit. Ja, danach können wir wieder Panzer fahren. Luftraumüberwachung. Der letzte Flugzeug. Die Zuschauer können mal in die Kommentare schreiben, ob sie... Ich hätte nämlich noch mal anders der Waffe damit spielen würde. Aha. Ob da. Ob die. Ja, die Zuschauer. Ich bin ja wohl immer gut genug. Der spielt zum Beispiel lieber Luftschlachten. Nee, ich kann Uwe nicht ersetzen. Kannst du mit deinen Luftschlachtfreunden spielen und. Nee, ich kann Uwe nicht ersetzen. Du musst mit mir Luftschlachten spielen. Boah, Flugzeug zerstört, mein Bordschütze. Ein feiner Kerl. Flugzeug zerstört. Nein, mein Flügel! Zieh hoch! Das war's blöd. Das hatte ich jetzt anders geplant eigentlich. Oh oh. Rot nimmt langsam ein. Oh, mein Flieger fliegt nur nach oben. Cool. Das kenne ich. Was? Sinnlos. Ich hatte das Flugzeug gerade mal gefühlte 10 Sekunden und dann ist es schon kaputt. Ja, ich bin stottern, bitte. Ach komm, ich habe noch einen Gutschein. Ich habe 5 Gutscheine sogar. Für das gleiche Flugzeug. Warte. Ich, warte, ich. Kannst du mal zugucken? Ich guck die Züge. Auf wen gehe ich jetzt? Nein, ich werd angeschossen! Ein P-Turm gehen wir mal. Aber wie kann denn Hannover gegen Köln gewinnen? Das ist doch zum Kotzen. Das weiß ich nicht. Dürft ihr die überhaupt gegeneinander spielen? Nee! Ihr dürft mich nicht abschießen, ich muss euch abschießen. Oh Mann. Ja doch. Du musst immer abgeschossen haben, Philipp. Das ist doch scheiße, ich bin schon wieder abgeschossen worden. Was hab ich keinen Gutschein mehr? Ich darf bloß einen Gutschein pro Runde benutzen, hä? Kann sein, ja. Weil da steht nämlich immer noch Gutschein, 4 Stück. Alles klar. Du bist jetzt schon am Hangar, hä? Ich bin am Hangar, ja. Wie komme ich denn zum Hangar zurück? Zurück zum Hangar. Geht ne. Ich steht in die Schlacht, weil ich noch einen Gutschein verfügbar habe. Escape, zurück zum Hangar. Ach so. Ach, gibt Sinn, ja. Ach, gibt auf jeden Fall Sinn. Na gut, dann war's das für die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann zu Panzerschlachten wahrscheinlich. Tschüss. Mhm. Tschüss.